Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So. Wo stehen wir denn gerade? Hier unten. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann mal anfangen, Dinge effizienter zu gestalten, weil wir haben keine 70 Roboter mehr zur Verfügung. Man könnte beispielsweise hier ein paar abziehen. Dass wir nicht immer zwei irgendwas produzieren, sondern nur noch einer, und zwar ein MK3. Weil er das wahrscheinlich genauso schnell kann wie zwei von den MK2-Bots oder MK1-Bots sind sie eigentlich. So, wir brauchen zwei Schornsteine. Wir brauchen noch einen Haufen Schornsteine. Das heißt, wir könnten die hier mal aktivieren, oder? Aber die. Warte, was? Hä? Was stimmt denn hier nicht? Da läuft irgendwas verkehrt. Ach, weil er das... Hä? Das Problem. Warte, der macht nur Mörtel. Wo ist dann der andere, der die Kamine macht? Und warum hat er das jetzt dann nur hat das einmal gemacht oder zweimal? Das weiß ich jetzt nicht, aber jetzt hat er aufgepasst. Offensichtlich funktioniert das noch nicht so ganz wie erwartet. Wohin kommen die Gleise? Okay, es dürfte doch irgendwie funktionieren, weil da kam gerade ein Kamin. Ja, oder war das Problem, dass der andere keinen Kamin herstellt oder so vielleicht? Keine Ahnung. Bei Stein haben wir mehr als genug. Ich weiß nicht, warum es da so hängen geblieben ist. Macht er auf einmal mehr. Ich habe jetzt gesagt, dass er das zweimal wiederholen und jetzt kommen dann noch welche, oder wie? Der hat doch schon zwei hergestellt. Und hier hängen wir auch schon wieder irgendwie fest. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht, warum wir da hängen bleiben. Da, er hängt jetzt auch. Weil da der Mörtel fehlt. Weil der andere wahrscheinlich nicht hergekommen. Ach so, weil der hier steht und sagt, okay, er ist fertig. Schon. Lass die mal stehen. Fang auch von vorn an. Halt. Wir bringen denen das einfach zurück. Da sammeln noch zwei Steine ein. Also wenn das einen schneller macht, haben wir schon wieder einen Roboter gespart. Müssen wir dann wirklich schauen, dass wir Einsparungen machen. Dass wir ordentlich Bots einsparen. Und das effizienter machen, wo es geht. Können wir gleich mal mehrere herstellen wieder, weil wir werden die brauchen. Da ist ein Schornstein. Schauen wir hier aus mit dem Essen. Das dürfte passen. Ah ja, da brauchen wir auch noch immer einen, was das hier macht. Genau, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Was brauchen wir für das letzte Upgrade? Ein Zahnrad und eine Achse. Jetzt nochmal Forschung. Oh ja, Stock. Ja, dann kommt halt einmal der Stock für mehr Spaß. Das ist ein neues Spielzeug wahrscheinlich. Sieht. Das verlegen wir da jetzt mal nach unten. Stellen wir den am besten gleich mal an. So, der muss jetzt... Ne, der wartet jetzt hier auf Mörtel. Und warum wartet er auf Mörtel? Weil der das hier nie hergebracht hat. Oder doch? Doch, wir haben hier zwei Schornsteine. Irgendwie ist das komisch. Steht der auf dreimal oder so? Ach, der steht da viermal, deswegen. Okay, jetzt macht das Sinn. Problem gefunden. Falsche Parametrierung. So. Okay. So, was braucht er? Er benötigt einen Teller und diese Torte. Das heißt, du nimmst einen Teller, von dem wir auch mehr brauchen könnten. Das ist ein anderer Kellner, den brauchen wir dann auch nicht mehr. Boah, der ist schon schwer. Ist doch nicht wahr. Lieferant für Treibstoff. Ja, ist okay, das war der hier. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen einfachen Backofen mehr, sondern wir haben jetzt einen guten Backofen. Ich glaube, da wird das Falsche suchen. Das ist also meine Befürchtung. Wo ist er dann? Da ist er. Was macht er? Er bewegt sich einmal zum Stauraum. Das habe ich befürchtet. So. Komm her. Obwohl ich den angewählt habe. Warte mal, wieso steht. Jetzt steht aber auf einmal da guter Backofen. Na, ja, da müsste jetzt funktionieren. Da braucht er auch ein Geschwindigkeitsupgrade, dass er da weiterkommt. Und er setzt sich nicht in Bewegung. Warum setzt er sich nicht in Bewegung? Jetzt steht auf einmal wieder da einfacher Backofen. Wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Was soll die Scheiße? Warum?
Da ist gerade noch gestanden, guter Backofen. Ich werde mir das Video dann im Replay nochmal anschauen. Da steht definitiv guter Backofen vorher. Ja, wurscht. So, komm her. Wir machen das jetzt gescheit. Ist mir scheißegal, was da jetzt steht. Es wird jetzt einfach blind neu gemacht. Gleich alles davon. So, go. So, du hebst es dann auf. Bringst es hier ran. Und machst weiter. Okay. Und die nächste Forschung ist fertig. Spielzeug Pferdekutsche. Super. Ganz toll. Dann holen wir sich jetzt noch die letzte Forschung. Derweil. Eine Wolldecke. Wo haben wir die? Die kommen von hier. 15. Oh Mann, da bleibt uns einiges übrig an Gunst. Wir können jetzt mal die Schornsteine hierher bringen. Boah, bei den Gleisen geht auch schon richtig was weiter. Okay, ja, wir brauchen natürlich noch mehr Gleise. Da ist noch eins. Brauchen wir noch einen oh ja, da fehlt noch ein Schornstein. Geht hier schon mit anderen Dingen weiter. Dachziegel, Kastenrahmen. Wie viele Dachziegel haben wir? Genug. Okay, passt. Ja, wir brauchen jetzt aber nochmal jemanden, der die dann füttert. Aber ohne, ja, ohne ein Ding bringt es noch nichts ohne neue Häuser. Vorletzte Stufe sollte das sein. Hey, wo ist eigentlich unser anderer? Hatten wir nicht noch irgendwo einen anderen Karren? Wenn man das auch nicht immer irgendwo verlieren würde. Da steht nämlich auch eine Schubkarre, die keiner braucht. Und ich weiß auch schon, wie das mit den Schienen. Ah, okay, da ist auch noch eine Schubkarre. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Man braucht dann den Kran. Das müssen wir dann auch bald mal machen. Der macht brav hier die Kuchen. Ah ja, wir können jetzt mal den. Ne, den nächsten Kellner. Brauchen wir noch nicht. Da ist eh die Schubkarre. Mann. Also der. Steht nicht da, was heißt. Der Ding halt. Der Karren voll Mörtel. Den wir erstmal. Oh Gott, doch. Und mal hier vier. Als nächstes brauchen wir Dachziegel. Warum auch immer da ein roher Dachziegel am Boden liegt. Ich hoffe, der wird noch verarbeitet. Kastenrahmen brauchen wir insgesamt 16 Stück. Ah, dreieckige Rahmen. 16 Stück Kastenrahmen brauchen wir 8. So,
holen wir uns auch gleich mal. Schau mal, kann der so viel tragen? Schön. Perfekt, genau 16. So, was gibt's hier? Eine Spinnenmaschine und einen super Webstuhl. Jetzt wird es dann problematisch mit dem Platz für die Häuser auch. Das werden wir ein bisschen umbauen müssen. Oder sie ja, generell woanders hinsetzen, was natürlich dann auch blöd ist. Ah, okay, da macht es gerade fertig. Sehr schön. Das kann hier auch weg. Den Eimer brauchen wir gerade auch nicht. So, als nächstes die Kastenrahmen. Mal schauen, ob wir genug tragen können mit denen. Wir brauchen 8 Stück. Mal schauen, ob da 8 reingehen. Und es gehen genau 8 rein, perfekt. Schön, dass hier mal ein paar Dinge zusammenpassen. Na bitte, und das ist fertig? Nicht ganz, okay. Fehlen noch 8 Fensterrahmen, 2 Türrahmen, 2 Metallträger und 4 behauene Steinblöcke. Junge, Junge. Da sind wir. Nein. Komm. Gut, Fensterrahmen haben wir. Wir brauchen 8. Pro Haus mal 4 macht 32, wir haben gerade mal die Hälfte. Jetzt die Frage: Crafter Fensterrahmen, da kann er mal weitermachen. Jetzt haben wir wieder Vertäfelungen genug. Nee, komm. Also, der baut ja die ganze Zeit die Gleise, das ist, was man hört. Warum bleiben da 2 Dachziegel übrig? Das würde mich auch mal interessieren. Es sollten noch gar keine übrig bleiben. So, da fehlen noch 4 weitere. So. Oh, shit. Hä? Jetzt fehlen die ersten 2. Das gibt's doch gar nicht. 16 und 8 sind 24. Also irgendwas ist hier komisch, wenn ich sage, ich habe beide hier leer. Und pack hier 16 hin und hier 16 hin, sind das 32. Dann fehlen bei beiden jeweils 8 Stück. 2 mal 8 ist 16. Ein dritter Karren voll. Das wird sich genau ausgehen, aber tut es aus irgendeinem Grund nicht. Schon strange. Machen wir mal die Metallträger. Der braucht ja hoffentlich. Oh doch, der braucht Nieten. Weil 4 Stück, das reicht für 2 Häuser. Oh Gott.
Hufeine, damit ist der Part aber auch zu Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.